Leute, was geht ab? Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß, das hier ist ein Manga-Kanal, aber ich habe euch erhört. Meine letzte Folge Oru wurde so krass begeistert, nicht vollgespammt, aber motiviert mit Kommentaren, die mir gesagt haben, Oru, ich bin all up für den Comic-Content. Rede mehr über Comics, mach Comic-Videos. Ich hab Bock, das kriege ich nur bei dir, bei keinem anderen Manga-Creator. Und ich dachte mir, ey, ich lese zwar gerade wieder einige Spicy-Manga, dazu kommen auch noch Video diesen Monat, aber ich liebe Comics. Jeder von euch weiß, der mich ein bisschen kennt, ich liebe Comics und ich habe jetzt einfach ohne Plan mir hier vor mir, das seht ihr gerade gar nicht, hier sind sehr, sehr viele Comics, einige meiner Lieblingscomics mal rausgepackt, habe mir gedacht, ich nehme die kurz mal in die Hand, stell die euch vor, sag euch, ob ihr die einfach ohne Vorwissen lesen könnt, Spoiler, ja, quasi bei allen. Und sag euch, warum ich die so toll finde, worum es da geht. Vielleicht ist für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Manche sind rein, viele sind aber auch Einzelbände, die ihr euch einfach so kaufen könnt, also ohne Vorwissen zu irgendwas. Und ich will gar nicht weiter um den heißen Brei rumreden. Wir fangen einfach an und legen los und haben einfach geilen Shit am Schlüssel, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir starten direkt weihnachtlich. Denn das ist ein Comic. Ihr seht übrigens, meine Comics habe ich immer in so Bags. Die habe ich immer nochmal extra eingepackt, weil das ist irgendwie für mich anders als Manga. Comic ist so, habe ich immer diese amerikanischen Serien-Vibes, wo die immer ihre Comics eingetütet haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist ein Comic, den ich auf jeden Fall jedes Jahr zur Weihnachtszeit lese. Batman Noel. Ist ein Einzelband, ihr braucht kein Vorwissen. Damals hat er noch 14,99 gekostet. Ich nehme an, das hat sich nicht großartig geändert, weil bei den Comics ist die Inflation nicht so stark gewesen wie bei dem Manga, so wie ich das beobachtet habe. Und es ist Ebenezer Scrooges Weihnachtsgeschichte, aber im Batman-Style. Und die ist einfach mega nice. Also ich kann euch wirklich sagen, Digga, hier, inspiriert von Charles Dickens unsterblichen literarischen Klassiker Eine Weihnachtsgeschichte, schickt Ausnahmekünstler Lee Bermejo, der auch Joker gemacht hat zum Beispiel. Also Joker, nicht den Charakter, sondern den Comic Joker, falls ihr den nicht kennt. Okay, googelt ihn, ist sehr, sehr gut. Ist aber nicht hier auf dieser Liste, auch wenn ich ihn da habe. Den dunklen Ritter in dieser spektakulären Graphic Novel nicht nur in einen Kampf gegen den Joker, sondern auch auf Konfrontationskurs mit den unruhigen Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unfassbar cool. Ich kann jedem empfehlen, das gerade jetzt zu lesen. Nach Weihnachten fühlt man es nicht mehr so sehr, aber wenn ihr jetzt draußen so vielleicht Schnee habt, bisschen Lichter, dies, das, ihr lest das. Killer. Jetzt habe ich schon viel zu lange über den ersten Comic geredet. Wie soll ich dieses Video auf unter 20, 30 Minuten bringen? Okay, machen wir weiter. Lasst mich direkt sagen, das Ganze ist sehr Batman-lastig, weil ich eben hauptsächlich Batman lese. Aber ich habe auch ein paar andere Sachen, die den einen oder anderen interessieren konnten. Trotzdem, jetzt erstmal wieder Batman. Und zwar einer meiner absoluten Favorites überhaupt. Das war auch einer meiner ersten Batman-Comics. Ich glaube, das war der zweite oder dritte, den ich hier gelesen habe. Arkham Asylum. Der ist einfach nur Arkham Asylum. So sieht der aus. Ihr könnt euch den holen. Und ihr müsst auch wieder hier nichts vorher wissen. Es ist von Grant Morrison und Dave McKean. Kennt man vielleicht Dave McKean? Hat für Sandman unter anderem gezeichnet und Grant Morrison hat Invincibles oder New X-Men gemacht. Und da muss man wirklich sagen, das ist so ein Psycho-Trip. Ihr müsst nichts über Batman wissen. Es ist keine klassische Superhelden-böse Geschichte, wo man irgendwie kämpft, sondern ihr seht schon am Cover, genau so ist der ganze Comic gezeichnet. Es ist so super psychedelisch. Es geht so um die Persönlichkeitsstörungen der Charaktere. Batman bricht quasi oder ist im Arkham Asylum und trifft dann so den Joker, Two-Face etc. Und dann versuchen die ganz bizarr die psychischen Erkrankungen der Batman-Bösewichte zu heilen. Beispielsweise Two-Face, da finden sie raus, okay, wenn er statt Münzen und immer nur Ja-Nein-Entscheidungen vielleicht würfelt oder Karten legt, dann hat er wenigstens schon 64 Möglichkeiten, sich für Dinge zu entscheiden. Und es ist insane. Also wie das gezeichnet ist, das ist einfach gruselig. Ich werde wahrscheinlich ein paar Panel immer hier einblenden. Das hat mich beim Lesen so abgeholt, vor allem weil es auch einer meiner ersten Sachen bzw. Comics war, die ich je gelesen habe. Das saugt einen ein. Das ist einer der Einzelbände, die ich bedenkenlos jedem empfehlen kann, der ein bisschen irgendwie auf psychologischen Shit steht und der einfach, keine Ahnung, so horrormäßige Alice im Wunderland-Vibes will. Daran erinnert mich das auch sehr stark. So, hauen wir noch einen Batman raus und dann kommen wir erstmal zu ein bisschen was anderem. Wie gesagt, Leute, ich bin sehr Batman-lastig. Guckt es an. Der Weiße Ritter. Das gibt es inzwischen auch noch einen Folgeband, glaube ich. Den habe ich noch nicht gelesen von Panini, aber ich habe das mal gesehen. Und ich glaube, ich werde mir den auch holen, weil das ist eine so unfassbar coole Geschichte. Ihr müsst kein Vorwissen haben. Einzelband, 22 Euro damals gekostet. Einfach Batman, der Weiße Ritter googeln und dann bei Panini oder so bestellen. Das ist so unfassbar cool, weil in diesem Comic wird quasi der Joker geheilt und tritt dann der guten Seite bei. Und dann jagt die gute Seite, Commissioner Gordon etc. mit Joker zusammen Batman. Weil Batman ja der Böse ist, der Selbstjustiz macht. Und dann ist Joker quasi der Gute und muss Batman einfangen, der die ganze Zeit sagt, ey, seid ihr verrückt, der ist doch gestört, aber die alle so, nein, der ist geheilt, das ist offensichtlich und du bist jetzt gestört und das ist so ein unfassbar cooles Szenario. Boah, ich glaube, den reread ich jetzt direkt nach diesem Video, aber das denke ich mir bei jedem Comic hier. Digga, wo soll ich die ganze Zeit hernehmen? Ich muss auf jeden Fall wieder mehr Comics lesen. Oh, ich lese auch so viel Manga. Nee, ich muss jetzt erstmal, Digga, ich bin wieder so im Comic-Modus wegen etwas, das mir Panini zugeschickt hat und das ich hier auch unbedingt zeigen will, denn das habe ich noch nicht gelesen, aber ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen. Ich habe so Bock, denn es ist Batman Metal, der Batman, der lacht. Und jetzt kommt's, Digga.
Batman Death Metal. Es ist so krass. In Batman Metal geht es quasi darum, dass so ein außerirdisches Supervirus oder irgendein Metall oder sowas, glaube ich, angreift, beziehungsweise Batman selbst befällt. Und dann fusioniert der Batman teilweise irgendwie mit dem Joker. Und dann entsteht dieser Bösewicht, der Batman, der lacht. Batman Who Laughs, für viele einer der ikonischsten Neuzeit-Bösewichte. Scott Snyder, der hat auch die New 52 Batman-Sachen gemacht, also den Run vor dem jetzt aktuellen. Da ist der Rat der Eulen und so etc. drin gewesen. Das war auch ein sehr, sehr cooler Run. Gibt es, glaube ich, inzwischen auch als Gesamtausgabe von Panini, aber ich habe noch die alten Bände da, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Das ist aber auch wieder Sprech, was ihr alle nicht verstehen werdet, Scott Snyder. Ah, wie sage ich das jetzt? Für Batman ist sowas wie New Gen Manga, ich würde sagen, nee, mir fällt keiner ein, lassen wir's. Der ist einfach sehr, sehr unique, hat einen sehr coolen Superhelden-Run gemacht und Death Metal ist dann nochmal die Fortsetzung und da kann ich noch nichts zu sagen, aber ich habe mega Bock, das zu lesen und werde das safe auch reviewen. So, jetzt gehen wir aber mal weg von Batman, ihr könnt es schon nicht mehr hören und ich empfehle euch eine andere Sache, die ich gelesen habe und zwar Swamp Thing, Geschichten aus dem Sumpf. Der Titel und das, wie das aufgemacht ist, hat mich so erinnert an Geschichten aus der Gruft damals, als man klein war. Swamp Thing ist ein Held, beziehungsweise kein Held, Anti-Held, was auch immer, mit dem ich gar nicht so viel anfangen konnte. Von Alan Moore erschaffen, wenn ich mich recht entsinne. Na, gucken wir mal. Ja, genau. Und diese Collection könnt ihr auch wieder im Hardcover, ich weiß nicht, ob sie auch im Softcover gibt, für 32 Euro kaufen. Ihr braucht kein Vorwissen und es sind einfach ganz viele Kurzgeschichten, so One-Shots quasi zum Swamp Thing drin. Swamp Thing, das ist quasi so ein Dude, der zu einem Wesen aus dem Sumpf wurde bei einem Unfall. Und hier gibt es ganz, ganz philosophische Sachen. Da trifft er zum Beispiel so, da geht er so durch ein Schneegebiet und trifft so den Geist von einem Kind, mit dem er dann unterwegs ist. Und das ist auch mega gut gezeichnet einfach. Aber ich werde sowieso, ich muss das nicht immer aufhalten, weil ich werde wahrscheinlich Sachen einfach einblenden aus den jeweiligen Sachen. Digga, Comics sind zeichnerisch einfach, die sind so über allem erhaben. Comics sind in 9 von 10 Fällen besser gezeichnet als Manga. Das ist so insane. Wenn man sich für den Helden an sich interessiert, beziehungsweise für den Charakter Swamp Thing und nicht weiß, wo man einsteigen soll, ist das hier definitiv ein Read wert. Ich glaube, das werde ich auch zu Weihnachten nochmal lesen, weil da gibt's auch diese ganze Schneegeschichte und so, das waren so schöne Vibes, also, boah, habe ich direkt wieder Bock. Und von Swamp Thing habe ich auch da, habe ich aber noch nicht gelesen, hat mir auch Panini zugeschickt, dankenswerterweise, die haben gefühlt das ganze Video gesponsert, obwohl sie es nicht gesponsert haben, weil das meiste habe ich selbst gekauft, aber Panini lasse ich mir mal so ein paar Comics zuschicken. Und jetzt kann ich endlich mal drüber reden, ich freue mich so, auch wenn dieses Video wahrscheinlich die meisten nicht interessieren wird, ich freue mich so sehr. Swamp Thing, das Vermächtnis des Grüns, Digga, 70 Euro, dieser Brecher. Ich habe das immer noch nicht gelesen, die komplette Serie über das Swamp Thing ist hier drin. Digga, eigentlich? Boah, da muss ich auch mal reingehen, das sieht so gut aus. Holy Macaroni, guckt euch das schon wieder an, Digga. Ach du Kacke, Comics sind einfach krank. Also, und dann habe ich hier noch tatsächlich dieses riesige, Digga, limitiert auf 222 Exemplare von Panini. Grüne Hölle von Swamp Thing. Guckt euch mal den Größenunterschied an. Okay, warte mal, kann ich das neben irgendeinem Manga halten, den ihr kennt? Hier, Lone Wolf and Cub. Digga. Ist das krank? Also Swamp Thing, da seid ihr gut aufgehoben, weil auch dieses Vermächtnis des Grüns, das kostet ein bisschen was, aber ich sag's mal so, Hardcover, die Zeichnungen sind überkrass und natürlich Comics sind immer Full Color. Manche Manga-Verlage würden euch da irgendwie 120 Euro abknöpfen für das Ding, also Real Talk, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil die Qualität halt auch immer so ultra krank ist, die Seiten sind so mega dick und keine Ahnung. Und man muss auch sagen, mit diesen beiden Sachen solltet ihr relativ gut behandelt sein, beziehungsweise bestückt sein, ohne Vorwissen haben zu müssen. Das ist ganz wichtig, alles, was ich euch heute eigentlich vorstelle, dafür braucht ihr kein Vorwissen. Also, ihr könnt einfach reingehen, das so kaufen, wie ich es hier zeige, und dann, weil viele auch geschrieben haben, kannst du mal ein Anfängervideo machen. Es ist schwierig, ein Video zu machen, lies diesen Comic, wenn du diesen Manga magst, weil Comics und Mangas so unterschiedlich sind, aber trotzdem, ein bisschen was kann ich euch hier empfehlen. Jetzt gehen wir aber wieder zu Batman. Nachdem ich euch das Swamp Thing ausführlich gezeigt habe, kann ich wieder ein bisschen Batman zwischenschieben, dann wieder was anderes, dann wieder ein bisschen Batman, wie so ein guter Hackbraten. Ich esse kein Fleisch mehr. Wie so ein guter Veganer Hackbraten, keine Ahnung. Batman, was wurde aus dem Dunklen Ritter? Viele fragen, was ist mein liebster Batman-Comic? Und das ist der hier, was wurde aus dem Dunklen Ritter? Ganz kurz, 14,95, damals noch gekostet, ich weiß nicht, wie teuer es jetzt ist, von Neil Gaiman, dem Autor von Sandman beispielsweise, mein absoluter Lieblingsautor, muss man an dieser Stelle auch sagen. Und hier geht es quasi darum, dass Batman gestorben ist und ganz viele verschiedene Szenarien geklärt werden, wie er denn gestorben ist. Der Comic ist auch nicht sehr lang, der geht nur bis hier und im Hintergrund sind so verdeckte Informationen, Interviews etc. Und die sind auch sehr, sehr interessant. Aber wenn ich hier hinten schon lese, was wurde aus dem Dunklen Ritter, ist eine wunderbare Liebeserklärung an die Figur Batman und eine Betrachtung dessen, was sie für viele Generationen von Lesern so faszinierend macht. Eine der elementarsten Batman-Erzählungen überhaupt. Das ist safe so. Also hier ist so viel drin an Insidern von dem allerersten Ur-Batman, von diesem großen Dinosaurier, den er in der Batcave hatte, bis aktuellen Dingen. Hier wird alles nochmal aufgearbeitet. Es gibt so viel verrückte Szenarien in dieser kurzen Zeit, wie Batman gestorben sein könnte. Und am Ende müssen wir entscheiden, was davon es war, wie ist der Kreislauf und die Moral von der Geschichte, also wie es ausgeht, das Ende. Alter, ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt dran denke, an diese Worte, an diese Seite, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ey, den muss ich auch gleich nochmal lesen.
Okay, dann, viele fragen immer, Oroboy, wo steige ich mit den Batman-Comics ein? Und da habe ich eine ganz klare Meinung, die viele nicht haben. Aber das empfehle ich immer wieder, Batman Erde 1. Das ist noch sealed, wundert euch nicht, weil Panini hat zum Glück die drei Bände, ich habe die drei Einzelbände damals noch gelesen, als eine geile Gesamtcollection für 55 Euro. Boah, aber okay, die drei Einzelbände, jeder kostet 20 Euro. Na, da spart man sogar noch. Im Hardcover rausgebracht. Das ist quasi eine komplette Neuinterpretation von Batman in drei Bänden abgeschlossen und man braucht kein Vorwissen. Man startet mit Batman, wo er ein Kind ist und geht zu seinem ersten großen, richtigen Fall, den er dann gelöst hat, bis er dann auch sein Team um sich geschart hat, sage ich jetzt mal, die Justice League. Aber hier ist es voll geil, weil Alfred zum Beispiel ist eigentlich gar nicht sein Butler, sondern ist aus dem Militär, ist so ein Ex-Marinesoldat, bringt ihn dann auch bei zu kämpfen und wird dann nur so alibimäßig sein Butler. Und ja, es ist ein bisschen was anders gemacht worden, aber es erinnert sehr stark an den The Batman-Film mit Robert Pattinson, weil auch hier ist es so, dass Batman jetzt nicht irgendwelche übermenschlichen, krassen Sachen hat, sondern er zieht sich einfach einen Lederanzug an, springt über Dächer und verprügelt Leute und kriegt auch oft aufs Maul. Also es ist so das erste Jahr und Batman Erde 1, damit kann man super gut einsteigen. Wenn ihr keinen Bock habt, diese 55 Euro auszugeben, kauft euch den normalen Einzelband von Band 1 und guckt mal, ob euch der gefällt. Sollte immer noch günstig zu haben sein, wenn er nicht inzwischen vergriffen ist. So, jetzt sind wir auch fast durch mit den ganzen Batman-Sachen und jetzt kann ich mal was ganz Uniques empfehlen, und zwar Umbrella Academy. Das sind hier die englischen Bände, weil ich hatte schon den ersten auf Englisch von meiner Frau, die hat sich das tatsächlich auch geholt. Das ist einer der wenigen Comics, die sie hatte. Und dann wollte ich nicht die anderen zwei auf Deutsch kaufen. Von Gerard Way und Gabriel Barr. Und Gerard Way kennt vielleicht die ein oder anderen Oldschool-Emos von My Chemical Romance. Der hat diese Story gemacht. Der ist auch ein großer Comic-Autor, Comic-Fan. Und ich denke mir, Digga, wie kann man so talentiert sein, so krasse Musik zu machen und dann noch diese Comics. Das hier ist ganz anders als die Netflix-Serie. Wenn ihr die gesehen habt, ich bin großer Fan der Netflix-Serie von Umbrella Academy. Die geht jetzt bald mit der letzten Staffel zu Ende. Das hier ist ganz, ganz anders. Aber dieser unique Zeichenstil, ich blende es euch hier mal ein. Worum geht's? Für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon ich rede. Es ist quasi so ein bisschen, es ist eine Familie aus einer gewissen Anzahl an Kindern. Auf jeden Fall wurden die alle am gleichen Tag geboren, haben alle besondere Fähigkeiten. Will heißen, einer kann zum Beispiel durch die Zeit springen, einer kann mit Toten reden, einer ist einfach nur super stark, einer ist so ein bisschen wie Robin und kann so Ninja-Moves machen etc. Und die müssen quasi immer einfach rausfinden, was jetzt erstmal mit ihrer Heritage auf sich, wo kommen die alle her, warum sind die am gleichen Tag geboren, was ist mit ihrem dubiosen Stiefvater, der die alle gefunden und aufgezogen hat, weil das ist ja nicht ihr richtiger Vater, was ist seine Intention und müssen nebenbei noch die Welt retten und das ist super crazy gezeichnet. Also das ist nicht für jeden was. Wenn ich es mit dem Manga vergleichen müsste, würde ich eher sagen, es ist ein bisschen wie Dorohedoro, weil das ist ein Hit or Miss. Du kannst reinblättern, du kannst sagen, ich finde den Stil hässlich, ich verstehe die Story nicht, weil da gibt es einiges, was man nicht verstehen kann. Daran erinnert es mich am meisten. Wenn du Dorohedoro magst, wirst du wahrscheinlich Umbrella Academy mögen. Du kannst aber auch die Netflix-Serie schauen, die wirklich um einiges anders ist, die einige Charaktere nochmal geändert hat, aber hier in drei Bänden abgeschlossen. Super coole Reihe, super unique und ich mag einfach so uniken Stuff, wo Leute was versuchen. Deswegen hier Umbrella Academy bei mir ganz oben. Und jetzt die letzte Batman-Empfehlung für heute, bevor wir zu meiner finalen geilen Empfehlung kommen. Also die sind alle geil, aber meiner Liebsten, ihr könnt es euch schon denken. Batman The Killing Joke, die ikonischste Batman-Story überhaupt. Ich habe es schon oft empfohlen. Viele von euch haben schon in meinen DMs geschrieben, Bro, ich habe es wegen dir gelesen, es ist echt gut. Noch keiner war wirklich enttäuscht, aber viele von euch haben auch vergessen danach, die Neuerscheinung Batman, die drei Joker zu lesen. Das gibt's glaube ich, auch als englischen Einzelband. Hier haben wir es in Deutschland als drei Hardcover. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon eine Einzelversion gibt. Und die ist ganz wichtig, weil die ist zwar erst 30 Jahre nachdem hier erschienen, das ist so die Origin-Story des Jokers. Ihr braucht kein Vorwissen, die ist ultra gut. Das ist die beliebteste Joker-Story überhaupt auf der ganzen Welt. Und jeder sollte die kennen. Das ist wirklich ein Klassiker. Wenn du sagst, du musst, keine Ahnung, XY kennen, musst du auch Killing Joke kennen. Es ist Fact. Wenn du Watchmen kennen musst, musst du wahrscheinlich auch Killing Joke kennen. Beispielsweise. Und das hier setzt das quasi nochmal fort. Kam so gefühlt 30 Jahre später raus. Und das Ende dieser Bände, der dritte, da merkt man dann, das spielt in der gleichen Welt wie Killing Joke. Und das ist so unfassbar cool. Und wenn ihr das lest, euch denkt, echt geil, aber vielleicht fehlt mir noch ein bisschen was. Lest das und ihr habt eine richtig geile Joker-Erfahrung. Vor allem für Leute, die mehr über den Joker wissen wollen und den überhaupt feiern und verstehen wollen, warum er einer der besten Antagonisten jemals ist. Lest das. So, und jetzt meine finale Empfehlung. Neil Gaimans Sandman. Ihr wisst, das ist mein liebstes fiktives Werk. Ich plane auch ein eigenes Video dazu. Ich habe schon übertrieben oft drüber geredet. Es ist für mich besser als jeder Manga. In Sandman geht's um die Ewigen. Das ist quasi so eine Gruppe an Persönlichkeiten, kann man gar nicht sagen, weil sie sind nicht wirklich menschlich, also sie sind auf keinen Fall menschlich, sie sind älter als die Götter. Sie sind eine Gruppe Geschwister aus Dream, das ist unser Protagonist, der quasi die Träume beherrscht, die Träume repräsentiert. Death, die den Tod repräsentiert. Und Death ist schon älter zum Beispiel als Gott in diesen Comics. Es gibt auch ganz viele verschiedene religiöse Ansätze etc. Die Symbolik ist krass. Und es geht quasi darum, dass Dream
gefangen wird von jemandem, der eigentlich so ein Magier ist und einen Fluch ausspricht, um Death zu fangen, weil er unsterblich werden will, dann aus Versehen Dream fängt und dann auf einmal hören alle Leute auf der Welt auf zu träumen, kriegen Schlafstörungen oder wachen einfach nicht mehr aus ihren Träumen auf und dann kann sich Dream aber irgendwann befreien und muss quasi das alles wieder fixen und im Zuge dessen in dieser Reise passieren so unfassbar gute Dinge. Zum Beispiel haben wir hier ein komplettes Kapitel, das sich nur mit William Shakespeares Sommernachtstraum und wie das mit Dream bzw. Morpheus, also dem Gott der Träume, zusammenhängt, befasst. Oder wir haben eine Story, die ist auch schon in der Netflix-Serie adaptiert, die liebe ich übertrieben. Da macht Dream mit Death eine Wette bei so einem Typen, der sagt, ich sterbe einfach nicht, weil ich habe keine Lust. Und dann sagt Death, okay, ich hole ihn mal nicht ab. Und dann trifft Dream sich alle 100 Jahre mit diesem Typen, von 1500 irgendwas bis 2000 und guckt, wie es dem so geht. Und dann gehen die zusammen so trinken und dann, keine Ahnung, der Typ muss dann immer sagen, hey, ja, voll geil nicht zu sterben. Und dann am Ende sagt er so, ey, ich bin jetzt inzwischen, habe ich mich selbst das 5. Mal als mein Urenkel ausgegeben und ich hatte 8 Frauen und so und ich, eigentlich bin ich so am Ende, ich will gar nicht mehr leben. Aber er gibt trotzdem nicht auf und will immer weiterleben und dann treffen sie sich wieder in 100 Jahren immer und es gibt so viele einzelne Minigeschichten, aber einen roten Faden, der sich durchzieht und das Ende ist so dramatisch und tragisch und weil viele auch immer fragen, hier bei der Deluxe-Edition, die sind übrigens arschteuer, aber die sind auch ultra geil aufgemacht. Ich liebe das, das sind meine Lieblingsedition in meiner ganzen Sammlung. Ganz viele verschiedene Zeichner auch immer, fast jeder Band gefühlt 9 Zeichner, ganz viele Stile. Diese Deluxe-Edition, die Hauptgeschichte, endet hier bei Band 7. Da ist vorbei. Alles, was danach kommt, Band 8, auch super geil. Das ist die Vorgeschichte von Sandman. Da erfährt man, wie hat Morpheus seine ganzen Kräfte gekriegt und wie wurden die überhaupt erschaffen. Und danach noch gibt es einen Death-Band, Band 9, den habe ich auch hier und einen von Destiny. Das gehört aber nicht zur Main-Geschichte. Main-Geschichte einfach bis Band 7 lesen, dann seid ihr ready. Das war übrigens der mit Destiny. Neil Gaiman generell, der liebste Autor, der lebt, den ich überhaupt für mich kenne, hat auch jetzt in letzter Zeit ein Buch veröffentlicht vor kurzem, das heißt What You Need To Be Warm. Das gibt es nur auf Englisch. Da hat er quasi seine Twitter-Follower gefragt, in anlässlich des Winters, was sie brauchen, damit ihnen warm ist, an was sie denken, und hat ein Gedicht daraus geschrieben aus den Antworten der Twitter-Follower, das super schön illustriert ist, ganz, ganz kurz, ist wirklich nur ein kleines Gedicht, von 13 Zeichnern illustriert. Und wenn man so ein Buch kauft, für 15 Euro, glaube ich, spendet man 4 Euro an irgendeine wohltätige Organisation, die sich um Obdachlose kümmert. Und das auch mega, ich liebe diesen Mann. Und ja, zum Beispiel auch in Watchmen wird Neil Gaiman dankend erwähnt von Alan Moore, der sagt, ey, dieser Mann hat mich inspiriert. Und Watchmen ist für viele ja so die Blueprint. So, jetzt habe ich so lange über Comics geschnackt, Digga. Ich hoffe, ein paar Leute haben sich das bis hierhin angeschaut. Wenn du einer davon bist, schreib jetzt in die Kommentare Schnibbidi-Bu. Wenn du mal Bock hast auf mehr Comic-Content von mir, dann mache ich das gerne. In Zukunft werden wir wieder ein bisschen über Manga reden. Keine Sorge, ich habe mal einen Ausflug in eine andere Sphäre probiert. Lass mir gerne positive Wertung und ein Abo da, damit unterstützt du mich enorm. Und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch, die 5000 Subs zu kriegen. Das wäre krank. Das wäre krank. Ich glaube, mir verfehlt es knapp, aber ich bin sowieso für alles super dankbar. Machst du die Leute hier vorbeilaufen mit einem gewissen Betrag, den Kanal monatlich unterstützen und mir helfen, dass ich diese Videos weiterhin in der Frequenz machen kann. Wir sehen uns. Ciao!